Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fußballmanager 2017. Ja, jetzt ist einmal eine kleine Länderspielpause. Das heißt, ein Länderspiel steht an mit den Färöerinseln gegen Irland und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Wir sind bei der Transfer-Deadline. Sky Sports, das ist gut gemacht worden. Wie startet man die? Da unten startet man die. Alles klar. Mir wird ein Eltin Jakubovic angeboten. Zugänge. Ein Barbosa. Vom FC Villarreal. Was? Akambu können wir uns holen. Ein Sansone. Okay, Villarreal, wo ist? Aiba, Sporting Sion. Las Palmas, Sevilla, Real Sociedad. Sevilla FC. Ein Somsi suche ich hier. Ist da ein Somsi? Sansone, den suche ich nicht. Spielertausch, okay. Roberto Soriano. Gehen wir mal da hinten zu Sporting Sion. Schauen wir mal, was da raus wird. Spielertausch. Wir können eigentlich nur Spieler tauschen. Schade. Kevin Campbell wechselt für eine Ablöse von 7,7 Millionen zum VfL Wolfsburg. Wow. Respekt. Barbosa. Wir könnten als Backup jemanden holen. Und zwar... Monster, was gemein. 450.000, vielleicht gehen sie runter. Forderung. Oh, ein linker Verteidiger. Der wäre auch nicht schlecht. Da gehen wir natürlich gleich anbieten. Das ist ein englischer Spieler. Wie schaut es mit seinen Werten aus? Hat sogar Stärke 70. Mach aus der Nationalspieler, kann sogar auf der rechten Position eingesetzt werden. Da gehen wir ein bisschen runter. Bieten ihm mehr Handgeld an. Dann können wir da noch ein bisschen runter gehen. Ja, 625.000 ist absolut angenehm. Und einen Backup-Goalie wollten wir holen. So. Du wirst in der Regel spielen. Im nächsten Jahr wirst du mein Kapitän. 5 Jahre. Ein Jahr. Das akzeptiert er alles nicht. Gut, dann brechen wir das Ganze ab. Wer bei Hull und da ist noch einer. Jetzt wird mir auf einmal wieder Contento angeboten. Du bist mein wichtigster Spieler. Ich mache aus dir Nationalspieler. Dem interessiert es gar nicht. Schade. Fehlgeschlagen. Und dann wäre noch der hier. 1,2 Millionen. Du bist Stammspieler. Ich mache aus dir Nationalspieler. 3 Jahre reichen absolut. Mir ist das Gehalt da zu hoch. Will er 5 Jahre haben? Ja. 5 Jahre. Und dann nehmen wir da einfach an. Und dann gehen wir da ein bisschen schneller vor. Gut, gutes Design eigentlich. Wer ist da jetzt wohin gewechselt? Moxi. Okay, die teuersten Spieler der Liga. Das ist einmal Müller mit 46 Millionen Marktwert. Vielleicht können wir den ja mal zu Nürnberg holen, wenn er ein bisschen älter ist. So als kleinen Backup. Die Wahl zum Fußballer des Monats. Darita und Duda sowie Lars Stindl haben sich hier beworben, also waren in der Wahl dabei und André Duda hat es geschafft. So, Dean Maxi Website. Standesgemäße Vorstellung, der ist gleich mal enttäuscht. So, und jetzt schauen wir, weil der linke Verteidiger kann natürlich auf rechts eingesetzt werden und
falls die anderen Spieler müde werden. Verlängert beim 1 FC Nürnberg. Dicke Luft zwischen Eltin, okay. Diogo und Dinto verlängert. Warum steht da verlängert? Er war ja nie bei uns. Contento. Kevin Großkreuz, Stefan Aigner, Top-Transfers. Wir haben Florian Klein geholt. Das ist einmal sehr viel wert, denn der rechte Verteidiger ist ziemlich gut. So, Assistent bittet Hilfe an. Nein. Da können wir auf alles löschen einmal gehen. Alle E-Mails löschen. Das wäre natürlich leichter gegangen. Wochenablauf starten. Und glaub mir, ich spüre es zwar, dass hier eine hohe Niederlage sein wird, aber ja, wir werden versuchen, das zu verhindern. Und wir spielen sogar auswärts. Das wird gleich noch schwieriger mit den Färöer Inseln. Aber was kann man da machen eigentlich? Können wir uns einfach anschauen. Wir haben einen höchsten Formgewinn. In der Nürnberger Dings-Mannschaft. Österreich spielt gegen Ukraine. Wir spielen in derselben Liga. Auch nicht schlecht. Also in derselben Gruppenphase. So, Mannschaftsstärke. Jetzt stellen wir mal kurz um auf meine Taktik. Gehen auf den Aufstellungsassistenten. Hey, Junge. Warum lässt du meine Taktik nicht drinnen? So, dann stellen wir es halt manuell um. Haben die keinen offensiven Spieler? Ach, das sieht scheiße aus. LM, RM, aha. Lass mal ihn OM spielen. So. Also diese Stärken sind der Hammer. Rasmussen. Linker Verteidiger. Den könnte man beobachten, oder? Egal jetzt. Jetzt starten wir da rein und schauen uns einmal das Ganze an. Aber vorher stellen wir die Soundoptionen runter. Da auch. Ganz runter. Und starten mal rein in die Partie. Drückt mit dabei mit Daumen bitte. Ich glaube nicht, dass das gut ausgehen wird, aber ich werde einfach meinen Team sagen, kämpft um jeden Ball. Der Stärkeunterschied ist schon beträchtlich und ja, erste Minute. Wir werden da hinten dicht machen. Der Schiedsrichter ist irritiert, das ist mal lustig. Darren Gibson nimmt in einem Zweikampf mit Vinho Justmissen das Bein etwas hoch und erwischt diesen leicht im Gesicht. Jetzt der zweite auch. Ah, da ist die erste Torchance. Schaut gar nicht gut aus, aber nichts passiert. Wow. Also versuchen mal die ersten 10 Minuten. Schau dir das an. Gelbe Karte. Versuchen wir die ersten 10 Minuten mal ohne Gegentor zu bleiben. Wir machen dahin dicht. So. 9. Minute, die Pride Future ist im Stadion überprüft, ob die Außenspieler vernünftig in Szene gesetzt werden. Wer ist die Pride Future QA? So, die nächste Chance, 14. Minute, jetzt fällt das Tor wahrscheinlich. Oh! Taito Gustumsen, ein guter Spieler, er lenkt in das Leder in die Dings. Jetzt probieren wir Gegenangriff starten. Hat sie bereits im Auge. Das ist auch nicht schlecht. Rudolf Eliassen, Jens Johnson und die nächste Möglichkeit. Und jetzt fällt wahrscheinlich das Tor. Kann sein. Ja, 1-0. 15 Minuten haben wir durchgehalten. Wesley Hulahan. Cooler Name. Schaut euch den Stärkeunterschied an. 542 zu 825, das ist respektabel. B.
Probiert ein bisschen euch konzentrieren. Roos ist nach einer Flanke einen Schritt schneller als Westhonsson. Okay? Der Ball dreht sich schön vom Tor weg in Richtung Elferpunkt, aber Terry Madres. Aber gestern kommt entschlossen heraus. Kennt er weder Freund noch Feind. Ah, jetzt haben wir den Feind und holt sich das Leder mit einem Hochsprung aus der Luft. Irland hat bisher die Kontrolle über die eher geruhsame Partie. Die Färöer sind meistens am Hinterherlaufen. Seamus Coleman flankt sich schön hoch von links. Robbie Keane kommt als erster an den Ball und zielt aufs kurze Eck. Ja, da kommen Chancen um Chancen. Also der Torhüter ist wirklich der stärkste Mann, hat die 1,0 und da werden wir natürlich ein bisschen schimpfen. Weil eigentlich hätten wir ja eine Chance, eine gute. Und der Torhüter ist wirklich gut. Die Ferrerer spielen die Bässe bevorzugt kurz. Gehen wir da ein paar individuelle Anweisungen durch. Schauen wir mal. Anweisung, Kerneltext, Laufwege. Die passen auch. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen decken. Na? So, jetzt geht's. Dahinter decken wir Holahan und Gibson. Und zu zweit decken wir hier den Herrn Robbie Keane. Nächste Chance der Irländer. Und 2-0. Also eine sehr schlechte Leistung, aber na, schlechte Leistung ist noch nicht. Sind erst 25 Minuten gespielt. Probieren wir das ein bisschen verschnellern. 3-0, ja. Ich will unbedingt mit der Mannschaft ein bisschen schimpfen. So, Assistent. Und jetzt, da sagen wir, Brandrede. Das hilft meistens wirklich. Und ja, da steht es wahrscheinlich gleich 4-0. Ja, was willst du mehr? Zu Torchancen kommen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Jetzt gehen wir da einen besseren Spieler rein. Diese Sache. Der hat schon eine 5,0. Das passt einmal gar nicht. So, mal raus damit. Die haben alle eine 5,0, aber die Abwehr hier hinten hat bessere Werte als überhaupt der vordere Bereich. Vielleicht bauen wir ein Jugendzentrum auf den Färöer Inseln auf. Färöerische Talente fördern, das wäre vielleicht der Sinn dahinter, ein guter Sinn dahinter. So, jetzt fällt glaube ich gleich das 5-0. Sagen wir mal, geht drauf und voller Angriff. Ja, ist schon genervt. Das Stadion ist ausverkauft. Vielen Dank. Wow. Jetzt 5-0. Also der Torhüter ist wirklich gut. Stephen Ward und kommt für James McLean. Im Dublin spielt der Torwart Libero. Langer Pass von Andy Olsen an die Spitze. Torhüter Karen stürmt aus seinem Tor heraus. Okay. Und klärt den Sekundenbruchteile vor Finur Justinsen. Oh, schade. Das ist schade. Ein Tor hätten wir uns mit Sicherheit verdient. Ach, jetzt ist der verletzt auch noch. Hüftverletzung, Finur Justinsson. Dann kommt eben Kitzkart rein. Ich will ihn auf den Färöerinseln Talente fördern. Vielleicht geht sich da in ein paar Jahren was aus. Haben wir jetzt eine Chance? Oh! Freistoß von links.
bringt den Ball direkt aufs Tor. Doch Karen Westwood hält die Hände um und fasst den Ball zur Ecke. Wow. Nächste Chance. Schade. Das ist schade. Setzt sich das schön nach und bringt Jonas in Bedrängnis. Damit holt er immerhin einen Einwurf heraus. Und jetzt die nächste Chance. Aber es steht weiterhin 4:0. Das passt. Also an und für sich bin ich zufrieden mit der Mannschaft. Könnte wesentlich höher ausfallen. 8:0 oder 9:0. Da ist das 5:0 jetzt. Robbie Keane. Obwohl wir den gedeckt haben. Ja, nach 68 Minuten ein 5:0 ist nicht schlecht, muss ich sagen, weil es ja die Färöerinseln sind. Und als Nürnberg-Trainer, denke ich mal, wird es natürlich sehr gut sein, wenn wir da Talente fördern aus dem färöerischen Insel, auf den Färöerinseln. Weltklasse-Schiedsrichter Nikita Formin. Okay. Gelbe Karte haben wir auch in der Zwischenzeit bekommen. Vielleicht sollte man die Mannschaft mal loben. Weiter so. Hat sie bereits im Auge. Böser Schiedsrichter. Riesenchance in Dublin. Wahrscheinlich Irland jetzt. Große Konterchance für Irland. Überfallartig stürmen sie jetzt hier nach vorne und haben Überzahl. Robbie Keane ist durch und hat nur noch Daidur Mastras Gestonsen vor sich, genau unter die Latte. Und das ist das 6:0. Schade, wir wollten dann den Debakel verhindern. Riesenaufregung in Dublin. Darren Gibson erneut mit einem Foul. Rudolf Eliasson beschwert sich da nicht zu Unrecht. Nikita Formin stand direkt daneben. Darren Gibson hat schon gelb. Nikita Formin hat genug gesehen. Gelb, rote Karte. Oh, schön. Gelb-rot. Wozu einer gegen eine schwache Nationalmannschaft überhaupt reinsteigt hart, verstehe ich auch nicht. Da fügen sich ihr Schicksal. Voller Angriff jetzt einmal. Ist genervt. Der Schiedsrichter ist einfach genervt. Ja, für die Färöerinseln schaut es nicht gut aus. 81. Minute bereits. 82. Minute. Und jetzt vielleicht sogar 7:0. Nein. Lässt auf links und zieht ab. Doch. Ja, unser Goalie ist einfach der Beste. Und die Frische ist auch nicht mehr die Beste. So, das letzte können wir ein bisschen aus der zweiten Reihe in die richtige Etage. Das können wir jetzt ein bisschen simulieren, wollte ich sagen. So. In 106 Tagen beginnt die Winterpause. Ja, ist okay. Jetzt schauen wir uns aber was ganz anderes an. Spielerleistung. Evan Hofland. Gehen wir mal mit ihm sprechen. Der Spieler ist nicht zur Verfügung. Alles klar. Höchster Vorgewinn ist von Niklas Sali hier. Okay. Es werden 12.000 fällig. Wie macht man da die Jugendarbeit eigentlich? Kaderplanung, Verein. Ey, wo ist da die Jugendarbeit? Hier, Jugendcamps. Neue Jugendcamps. Wo sind die Färöerinseln? Wo sind die Färöerinseln? Sind wahrscheinlich gar nicht drauf. Schau. Na, was ist los? Schauen wir es einmal so an. Kurz und bündig. Da liegt ein Fehler in der Maus, auch nicht schlecht. Dann schalten wir die kurz ab. So. Jetzt können
Können wir sich das in Ruhe anschauen? Wo ist die Färöerinseln? Schau. Das lässt mich gar nicht drauf. Ach, komm schon. Was machst du? Dann gehen wir noch einmal zurück und hierher und so. Ich will auf die Färöerinseln. Gibt's das? Suchen wir mal so. Stopp. Dann stopp. Dann stopp. Färöer, da sind sie ja. Jetzt gehen wir auf dies. Das gibt's ja gar nicht. Ich will auf die Färöerinseln und das geht nicht. Das finde ich sehr schade. Jetzt geht's. Die Maus war nicht richtig ausgeschalten, glaube ich. Nein. So, vielleicht geht's auch ohne. Nein. Geht nicht nach ohne. Das ist sehr schade. Nach Städten suchen. Okay, was ist das jetzt? Was haben wir da angewählt? Bestes Land überhaupt. So, probieren wir es einmal so. So, nein, zu weit, zu weit, zu weit. Na komm schon, Fidschi-Inseln. Es will nicht auf die Färöer, es lässt mich nicht auf die Färöer. Wir können nicht einmal schnell genug sein. Schade. Ich will die Färöerinseln jetzt da unbedingt bekommen. Gibt's nicht. So. Ab. Ab. Gibt's das? Haben wir da irgendwas angeklickt? Gehen wir noch einmal rauf. Dann kurz rauf. Kurz rauf. Kurz rauf. Kurz rauf. Nein, viel zu weit. Schade. Warum tut das das hier? Keine Ahnung. Ha, okay. Damals, glaube ich, Frankreich. Ach Gott, das gibt's ja gar nicht. So, vielleicht sind wir jetzt ein bisschen schneller. Schade. Guatemala. Nach Städte suchen. Wir wollen nicht nach Städte suchen. Ist egal, ich löse das ein anderes Mal jetzt. Jetzt haben wir genug herumgespielt. Transfermarkt. Transfermarkt. Kooperationen. Scouts. Patrick Bürecker. Der wäre cool zum Ausleihen. Okay. Nein. So, schauen wir einfach was noch einmal da rein. Zur Jugendmannschaft. Oder klickt man da jetzt weiter? Ja, ich werde das in der Zwischenzeit lösen, das Problem. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Wenn es heißt Greuther Fürth gegen FC Nürnberg. So. Das ist genauso hier auch das Problem. Das finde ich sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kernölmediziner.